Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Commentary zurück und es geht weiter mit Battlefield 4. Ja, ich habe noch einiges an Gameplay auf meiner Festplatte, was ich euch natürlich im Verlauf der nächsten Wochen zeigen werde. Nicht nur von mir, nein, auch von anderen Leuten, die auf der Gamescom aufnehmen durften. Das werde ich dann aber jeweils einzeln sagen, wenn ich nicht mein eigenes Gameplay verwenden sollte. Dazu kommen wir einfach mal später im Video, denn ich möchte euch heute in diesem Video die Sniper-Gewehre aus Battlefield 4 zeigen, beziehungsweise nicht alle, das habe ich ja in meinem Waffenvideo gemacht, da bin ich alle durchgegangen, das könnt ihr jetzt auch nochmal, wenn ihr in die Beschreibung klickt, da erreichen. Und ich spiele hier mit dem JNG90 und habe mir dann Rotpunktvisier raufgepackt. Ja, warum das Rotpunktvisier? Ganz einfach, ich wollte so ein bisschen im Nahkampf spielen und dazu ist das natürlich besser geeignet als so ein 20-faches Vergrößerungsscope. Aber man sieht schon, ich habe hier arge Probleme in diesem Spiel. Liegt einfach daran, dass ich auf der Gamescom halt mit Maus und Tastatur in diesem Gameplay gespielt habe und ich bin da nicht wirklich fit drin. Ich kann das nicht so gut und von daher habe ich da auch oftmals gefailt. Zusätzlich war die Steuerung auch noch ein bisschen verkehrt und zwar musste ich immer zum Reinzoomen musste ich einmal die rechte Maustaste drücken und zum Rauszoomen musste ich sie nochmal drücken und das hat mir irgendwie gar nicht so gut gepasst. Ich hätte sie lieber gedrückt gehalten, aber naja, umstellen konnte ich es auch nicht wirklich, weil immer wenn man was umgestellt hat, hatte man hohes Risiko, dass das Spiel abstürzt und das wollte ich jetzt nicht während der Aufnahme. Hier mache ich trotzdem Headshot, haben wir gerade gesehen, also so schlimm ist es dann doch nicht. Und ich muss sagen, diese Sniper macht eigentlich einen guten Eindruck, wie auch in Battlefield 3, es ist sehr ähnlich, also genau die ganzen Scharfschützengewehre sind generell sehr ähnlich, muss ich mal sagen. So vom Schaden her, so vom Handling her, da merkt man nicht so einen großen Unterschied zu Battlefield 3 jetzt. Ich meine, die haben, glaube ich, auch die Schadensmodelle und alles so belassen. Es ist wirklich so, man kann die Gegner mit einem Headshot eigentlich immer töten, so wie es eigentlich auch sein muss. Alles andere wäre auch unrealistisch, von daher finde ich das vollkommen okay. Allerdings, ja, auf weite Distanz in Oberkörper zu schießen, reicht halt nicht für einen Kill. Ich glaube, man muss, jetzt lasst mich nicht lügen, ich habe das nur mal gelesen, aber ich glaube, man muss höchstens 12 Meter von einem Gegner entfernt stehen, damit er denn noch stirbt, wenn man ihn in den Oberkörper trifft. Und hier sieht man das hier, das sind ungefähr 12 Meter. Okay, jetzt mache ich einen Headshot, zählt jetzt nicht so wirklich, aber ich denke mal, aus so einer Entfernung kann man ihn auch noch in den Oberkörper One-Shot killen. Und okay, das finde ich halbwegs okay. Ich meine, in Battlefield 4 oder in Battlefield 3 vielmehr haben wir ja nicht das Problem wie in Call of Duty, dass die Quickscoper überall durch die Map laufen. Und von daher kann man das gerade noch verkraften. Aber ich habe jetzt auch noch ein schöneres Gameplay für euch und zwar vom Anti-Gaming, den werde ich jetzt hier einmal verlinken und in der Beschreibung, also wenn ihr noch mehr Battlefield 4 sehen wollt, dann schaut doch auch mal bei ihm vorbei. Er hat ja auch was aufgenommen und wir haben uns das so ein bisschen geteilt, auch noch mit ein paar anderen und von daher vielen Dank, dass ich das hier benutzen kann und der spielt mit der CSLR-4. Ja, das ist auf jeden Fall eine neue Waffe, die habe ich noch nie gehört in Battlefield 3 und von daher gibt es die auch nicht und es ist ein bisschen schöner anzusehen, weil er ist halt PC-Spieler und er kann das einfach besser als ich. Hier hat dann jetzt zwar auch nicht erwischt, aber das Gameplay ist auf jeden Fall besser als meins, was ich da erspielt habe. Ihr müsst auch bedenken, auf so einer Messe, wer sich da 4 Stunden lang anstellt, das sind zum Teil nicht die schlechtesten Spieler. Das sind meistens schon gute Battlefield 3 Spieler und zudem, ja, ist es da auch ein bisschen, ja, man ist nicht wirklich zu Hause, die Empfindlichkeit der Maus ist anders und von daher ist man auf so Messen immer schlechter, als wenn man halt zu Hause spielt, ist ganz logisch, aber dafür schlägt er sich wirklich gut hier und ich muss sagen, die Waffe sieht auch wirklich cool aus mit diesem ACOG-Visier oben drauf. Was so ein bisschen da noch fehlen würde, ist dieses Dual-Rendering, also dieses duale Rendering, was wir in Call of Duty Ghost sehen. Wer das jetzt nicht kennt, ich kann es kurz mal beschreiben. In Call of Duty Ghost ist es wirklich so, dass die Umgebung um das Scope, also was außen rum ist, einzeln gerendert wird, als der Teil, der innen drin ist. So hat man dann diesen Effekt, dass es außen drum nicht vergrößert wird und innen drin alles vergrößert wird. Und das sieht wirklich cool aus. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt sage, Call of Duty Ghost sieht gut aus. Es ist dieser eine Aspekt, der mir wirklich gefällt. Es ist nicht das ganze Spiel. Ich werde es auch mir wahrscheinlich auch nicht kaufen. Aber das gefällt mir wirklich gut. Und das wäre natürlich hier noch so das Plus Ultra gewesen, das haben sie natürlich nicht gemacht. Ich denke mal, die Begründung liegt auf der Hand, Battlefield 4 verbraucht einfach zu viel Speicher oder Hardware-Ressourcen.
um sie das noch einzuführen. Man sieht es hier ganz gut, wenn man reinzoomt, vergrößert sich halt das ganze Bild auch um das Scope herum. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das wäre es natürlich noch gewesen. Ansonsten, ja, wir kommen nochmal schnell zum Schaden zurück. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, wenn man nur 12 Meter vor dem Gegner steht, dann kann man den mit einem Schuss in den Oberkörper töten. Allerdings gibt es ja jetzt dieses Armor-Perk. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es gibt diese Field-Upgrades, wo man sich dann nach und nach, das sehen wir jetzt übrigens unten links, auch über dem Squatter Alpha, da steht darüber diese Leiste und die kann man langsam füllen und diese Perks freischalten und da gibt es auch ein Perks, das nennt sich ein Perk, nicht ein Perks, ein Perk, das nennt sich Armor, also Rüstung auf Deutsch. Und das soll wohl bewirken, dass man gegen diese Sniper geschützt ist, auch im Nahkampf. Das heißt, die können einen gar nicht mehr in Oberkörper mit einem Schuss töten. Und das finde ich richtig gut. Da müssen die nämlich wirklich einen Headshot machen. Und ich habe wirklich dann als Nicht-Sniper, sage ich mal, ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, was dieses Thema angeht, habe ich dann wirklich die Möglichkeit, da was gegen anzurichten. Und das finde ich gut. Das ist sowas wie Juggernaut in... ja, extra für Sniper spezialisiert, so habe ich es jetzt auf jeden Fall mitgekriegt und von daher, das gefällt mir richtig gut. Ich denke mal, das werde ich auch benutzen. Warum sollte ich es nicht machen? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Das Balancing hört sich auf jeden Fall richtig gut an, was die Sniper angeht. Ich hoffe mal, das hört sich nicht nur gut an, das ist auch wirklich gut, weil so ein bisschen Angst habe ich noch, dass die Sniper dann irgendwo ganz hinten auf den Maps rumgammeln und dann mit ihren 20-fachen Vergrößerungsscopes da mich wegholen. Aber das sehen wir dann im Spiel. Eine weitere Sache, vor der ich noch Angst habe, das sehen wir jetzt hier, denn das ist ja gar kein Sniper-Gameplay. Ja, wartet mal ab. Denn es gibt hier noch ein Sniper, was auf der Map rumliegt, das habe ich übrigens wieder erspielt, damit ihr wisst, dass das so schlecht ist. Und das ist dieses Barrett, also ein Kaliber 50 Barrett und das ist wirklich übertrieben stark. Allerdings hat es auch ein extremes Scope. Wenn ich hier reinzoome, ihr seht das schon, ich komme damit gar nicht klar. Das geht so weit rein, man sieht so weit Sachen, die so weit entfernt sind. Ich musste mich erstmal vollkommen daran gewöhnen. Ich habe auch nicht wirklich viel Schaden damit angerichtet. Aber es ist so, wenn man mit dieser Waffe schießt, dann stirbt der Gegner immer. Egal, wo ihr trifft. Ob ihr jetzt in den linken Unterschenkel trifft, der stirbt immer. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich gut ist. Ich hoffe mal, das ist nicht zu OP. Ich meine, diese Waffe liegt wirklich nur rum. Man kann die nicht von Anfang an mitnehmen, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Zusätzlich macht sie sogar noch Fahrzeugschaden. Ja, ich weiß nicht, was ich richtig so von dieser Waffe halten soll. Müssen wir dann einfach mal gucken, wenn das Spiel rauskommt. So ein bisschen Angst habe ich schon davor. Aber schauen wir einfach mal. Man sieht es auch noch gleich, dass ich einen Gegner töte und der ist einfach tot. Ich treffe ihn, glaube ich, in den Rücken. Okay, da wäre er vielleicht auch mit normalem Gewehr noch tot gewesen. Aber ganz egal, wohin ich ihn getroffen hätte, den hier treffe ich gleich noch zum Glück, nachdem ich ein paar Schüsse versenke. Ja, treffe ich ihn dann und er ist tot. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Waffe, weil nachher laufen alle hin und irgendwie heben die alle die auf und dann laufen da ganz viele mit rum. Ich weiß nicht, wie das gebalanced ist. Vielleicht gibt es da auch nur eine von dem ganzen Spiel, das wäre natürlich dann schon ganz gut. Aber schreibt mir doch mal eure Meinung dazu, zu dieser Waffe und den ganzen Sniper-Gewehren in die Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und dann, ja, gebt dem Video doch eine Bewertung. Ich würde mich freuen. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!